willkommen, liebe Zuschauer, zu Sport Extra. Wir freuen uns auf einen langen Fußballabend im ZDF, hier live aus der Münchner Arena. Der FC Bayern München gegen Real Madrid. Ja, besser geht's ja kaum. Ein echter Fußball-Leckerbissen, in dem heute Abend so viel drinsteckt. Zunächst einmal ist das natürlich das offizielle Abschiedsspiel für Franz Beckenbauer. 1977 hat er den FC Bayern München in Richtung New York verlassen. Ein echtes Abschiedsspiel für ihn hat es nie gegeben und deswegen wird das hier heute Abend nachgeholt. Es ist natürlich auch ein Vorbereitungsspiel auf die neue Saison. Am Montag wird es dann ernst für den FC Bayern München im DFB-Pokal. Erste Runde gegen Germania Windeck. Also vorbereiten, testen, bevor es dann gilt für den FC Bayern in dieser Saison. Es ist ein Kräftemessen, ich glaube, das kann man schon so sagen, gegen diese Mannschaft von Real Madrid. Es ist aber auch ein Geschenk an die Fans. Also von allen ein bisschen was. Es ist viel drin in diesem Fußballklassiker der beiden Weltgiganten. Ich glaube, das kann man ohne Übertreibung so sagen. Die Spieler sind bereits im Tunnel und ich kann sie schon sehen, den ersten Weltmeister, einer von dreien übrigens, der heute in der Mannschaft von Real Madrid hier auflaufen wird, Iker Casillas, der Torwart von Real Madrid, der uns in Südafrika mit der spanischen Nationalmannschaft so beeindruckt und begeistert hat. Rafael van der Vaart kommt hier gerade raus, der steht nicht in der Startelf, duckt sich einmal kurz durch unter der Kamera. Dann freuen wir uns natürlich auf den ersten Auftritt von Sami Khedira, den prominenten Neuzugang im Verein des FC Bayern München. Die Mannschaft kommt. Wir freuen uns auf Thomas Müller, auf Franck Ribéry und auf Bela Reti. Bayern München gegen Real Madrid. Gudrun Brautweile, 33 Jahre nach seinem letzten Spiel für die Bayern, ist es schon soweit. Franz Beckenbauer wird verabschiedet. Der Großteil der Einnahmen bei diesem Klassiker fließt in die Beckenbauer Stiftung. Und wo soziales Engagement gefordert ist, ist Bayern nicht weit. Sie haben eben gesehen, Van Bommel mit einem Bild in der Hand. Der Verein unterstützt die Initiative Vermisste Kinder. Mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche werden jedes Jahr in Deutschland als vermisst gemeldet. Mehr als 1500 Fälle konnten bis heute nicht aufgeklärt werden. Die Bayern unterstützen diese Aktion. Heute, wie würde Beckenbauer sagen, gegen Real Madrid. We call it Klassiker. Und die Bayern schon in den neuen Champions League Trikots. Auslosung Ende August. Erste Runde 14. 15. September. Sami Khedira, sein erstes Spiel für die Königlichen heute. Für die Elf von José Mourinho. Neben Van Beuten ein für sie noch unbekanntes Gesicht, werden wir gleich aufklären, ein Mann aus der zweiten Mannschaft. Und hier ist Franz Beckenbauer, 51 Jahre FC Bayern München. Robben, der Fußballer des Jahres, daneben der Trainer des Jahres, Louis van Gaal, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, José Mourinho, der Abend der ganz, ganz großen Namen. Cristiano Ronaldo werden wir sehen, für den Real vor einem Jahr 94 Millionen Euro ausgegeben hat. Chefredakteur und Herausgeber des Kicker Sportmagazins, rechts Rainer Holtschuh, links Klaus Mentek. Und die beiden werden diese beiden ehren. Der Trainer des Jahres heißt Louis van Gaal. Nach seiner ersten Saison in der Bundesliga. Schwieriger Start. Und dann eine überragende Saison. Deutscher Meister, Pokalsieger und Finalist in der Champions League. Gleich zum Auftakt die Schale. Das ist die Szene, in der er sich selbst das Feierbiest bezeichnet, der Niederländer, der so spröde am Anfang rüberkam und nachher die Bundesliga mit seinem Entertainer-Talent und nicht nur damit bereichert hat. Er war lange Assistent dieses Mannes in Barcelona, 3 Jahre.
umgekehrt. Mourinho war Assistent von Louis van Gaal. 3 Jahre in Barcelona, 2-mal Meister. Und er war Meister mit Real Madrid und mit Bayern München. Der Fußballer des Jahres. Arjen Robben, auch nach seiner ersten Spielzeit in Deutschland. Unvergessen sein Tor zum Beispiel im Halbfinale gegen Schalke. Dieses überragende Solo und das Tor des späteren Pokalsiegers. Arjen Robben in der Diskussion natürlich in den letzten Tagen wegen seiner Verletzung, die er vor der WM schon hatte und die nicht auskuriert war. Bayern hat was zu feiern. Vom deutschen Rekordmeister kommen die Figuren des Jahres vor dem ersten Pflichtspiel am Montag. Und jetzt wird Franz Beckenbauer verabschiedet. Erstes Spiel für die Bayern 1964 in der Aufstiegsrunde gegen St. Pauli am Millerntor. 13 Jahre später dann gegen Borussia Mönchengladbach im Olympiastadion 1977. Der vorläufige Abschied aus Deutschland und der Weg nach Kosmos, New York. Da war ihn. 21. Mai 77. Ein 2:2 gegen Gladbach. Der damalige Präsident Wilhelm Neudecker. Neben ihm Sepp Maier, Schorsch Schwarzenberg, Udo Horstmann. Seine Mitspieler von damals. Vorher Franz. So, alle Fotos. Da ging es nach New York. Bayern wurde Siebter. Das war das Ende einer Ära. Die neue begann dann mit dem Kollegen daneben, Karl-Heinz Rummenigge etc. Wollten wir die königlichen Fußballer von Real Madrid sehen? Ein Wort noch an seinen Nachfolger als Kapitän bei den Bayern, an Marc van Bommel. Dessen erstes Spiel nach dem WM-Finale von Johannesburg heute von van Bommel. Und einer der Stars dieser Weltmeisterschaft mit 20. Wie Beckenbauer als 20-jähriger Nationalspieler geworden. Beckenbauer 66 in England, Thomas Müller jetzt ungleich Torschützenkönig beim WM-Dritten aus Deutschland. Und der FC Bayern wird folgendermaßen spielen mit Butt im Tor. Lahm ist angeschlagen, deshalb rückt Pranjic in die Verteidigung neben Van Beuten, Bartstuber und dem neuen linken Verteidiger Contento. Das Mittelfeld mit Marc van Bommel und dem Argentinier Sosa. Jüllich aus der zweiten Mannschaft. Müller und der erste Auftritt von Franck Ribéry. Diese Dreierreihe hinter der Sturmspitze Miroslav Klose. Schweinsteiger noch auf der Bank. Er wird noch geschont. Schiedsrichter ist Wolfgang Stark. Ein Weltmeister und ein Vize-Weltmeister bei der Seitenwahl. Iker Casillas und Marc van Bommel. Und Franz Beckenbauer in Begleitung des WM-Schiedsrichters werden wir hier die Aufstellung von Mourinho sehen. 3 Weltmeister dabei im Tor. Iker Casillas mit der 1. Ebenso Weltmeister der rechte Verteidiger. Ramos neu. Carvalho gerade gekommen. Sammy Kadiras Debüt neben Xabi Alonso im Halbfinale noch gegeneinander. Deutschland und Spanien. Leon Canales, Cristiano Ronaldo, Leon Canales neu. Und vorne der Argentinier Higuain. Vierfache Torschütze bei der WM. Symbolischer Anstoß des Kaisers, der im September 65 Jahre alt wird. Sie verstehen,
die Sprache untereinander, ein Landshuter und ein Münchner. Technisch elegant, souverän wie gewohnt. Der symbolische Anstoß des Mannes, der zwar das Rentenalter erreicht hat, aber lange noch nicht in den Ruhestand geht. Immer noch ein wertvolles Mitglied, jetzt zum Beispiel der FIFA-Exekutive in Zürich. Bastian Schweinsteiger sehen wir hier. Der möglicherweise während des Spiels kommen wird. Und das Spiel läuft. Bayern München gegen Real Madrid, ein Klassiker des Weltfußballs. Wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel der Münchner, dem weniger klassischen Spiel gegen Germania Windeck, erster Runde im DFB-Pokal. Meter 21, fast am Ball gekommen, der neue Mann von Getafe, Pedro Leon. Mourinho bringt fast alle Neuzugänge. Sehr gespannt sind wir auf Khedira hier im Duell mit Prancic. Mourinho hat Khedira ausdrücklich als seinen Wunschspieler bezeichnet. Seine Konkurrenten im defensiven Mittelfeld sind Xabi Alonso, der heute neben ihm spielt, und Diarra. Van Bommel. Van Beuten, der seine Knöchelverletzung auskuriert hat. Cristiano Ronaldo. Die ersten beiden Haken. Pedro Leon gegen den neuen Linksverteidiger Contente. Und die erste Möglichkeit für den spanischen Rekordmeister durch Higuain. Der hat schon mal getroffen hier im Länderspiel für Argentinien im März. Klose holt sich den Ball von Sergio Ramos. Ribery und erster Einsatz des neuen Mannes, Ricardo Carvalho. Vor zwei Tagen erst verpflichtet von Chelsea. Der Mann, der nahezu alle Stationen Mourinhos mitgemacht hat, außer Inter Mailand. Also Porto, Chelsea und jetzt Real Madrid. Da ist er wieder am Ball mit der 2. Und hier ist Sergio Ramos, der rechte Verteidiger des neuen Titelträgers. Leon, Van Beuten vor Higuain. Müller. Das ist die neue linke Seite der Bayern mit Contento und Franck Ribéry. Die Münchner haben auf die Verpflichtung eines Linksverteidigers verzichtet und vertrauen, wie schon in der letzten Saison, auf einen jungen Mann.
auf Contento, 20 Jahre alt. Fehlpass von Bommel. Thomas Müller. Vranić. Van Bommel attackiert von Khedira. Ribéry. Gut dazwischen gegangen, Sami Khedira, Van Bommel, Müller. Nein, das ist Jüllich, pardon, der neue Mann aus der zweiten Mannschaft. Sergio Ramos. Noch einmal hier die Formation des FC Bayern. Inzwischen ist taktisch ein bisschen umgestellt. Jüllich spielt auf der rechten Verteidigerposition. Pranić im defensiven Mittelfeld neben Van Bommel und Sosa als zentrale offensiver Mittelfeldspieler hinter Klose, flankiert von Müller und von Ribéry. Sergio Ramos gewinnt das Duell gegen den Franzosen, gegen Ribéry. Und mit einem leichtsinnigen Pass bringt er seine Mannschaft wieder in Gefahr. Und es gibt Elfmeter nach Foul eben von Ramos an Ribéry. Elfmeter für die Bayern. Völlig richtig die Entscheidung von Wolfgang Stark, dem WM-Schiedsrichter. Trifft ihn unten am rechten Fuß und Casillas beim zweimaligen Nachfassen nach dem Elfmeter von Bart Stuber. Aufregender Beginn hier. In der Arena noch keine 8 Minuten gespielt. Iker Casillas, die Reallegende, ahnt die Ecke. Der Nachschuss von Thomas Müller, ebenso pariert vom Weltmeister aus Spanien. Sie wissen es vielleicht noch, bei der WM hat er gegen Chile in der Vorrunde ebenfalls einen Elfmeter pariert. Spanien hat ja nur 2 Gegentore bekommen auf dem Weg zum WM-Titel 2010. The Special One. José Mourinho, 47 Jahre alt, war nie Fußballprofi. Und hat sich dann zu einem der größten Trainer der Welt gemausert. Hat defensiv einkaufen lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Real Madrid, die Zeiten der Neuzugänge à la Ronaldo sind vorbei. Es ist keine Schönheitsfarm mehr, es ist mehr eine Muckebude. €200 Millionen weniger an Ausgaben im Vergleich zur letzten Saison. Also Real hat insgesamt 64 Millionen ausgegeben und im letzten Jahr hat alleine Ronaldo 94 gekostet.
der hier gerade zu Boden befördert wird. Von Thomas Müller links im Bild, Florentino Perez, der ansonsten nicht so sparsame Präsident, Bauunternehmer aus Madrid. Ja gut. Eines seiner größten Spiele hat er gegen Real Madrid bestritten. Im Champions League-Finale 2002 mit Bayer Leverkusen. Leverkusen dieses Endspiel, obwohl gleichwertig unter Klaus Toppmöller, gegen Real verloren. Schön gemacht von Ribéry. Contento. Ribéry geht nochmal. Carvalho kann sich nicht entscheiden, wen er angreifen soll. Ribéry findet keine Anspielstation. Doch. Sosa. Aber es war abseits. José Ernesto Sosa. Richtig gesehen. Vom Assistenten drüben auf der anderen Seite von Volker Wetzel. Higuain. Versucht er da den 19-jährigen Canales, den neuen Mann von Santander, anzuspielen. Zentrale offensive Mittelfeldspieler. Kleiner, schmächtiger, blonder Mann. Auf der Position herrscht noch Vakanz bei Real. Mourinho ist vorstellig geworden beim Vorstand dieser Tage. Das hat Sportdirektor Valdano bestätigt und sein Wunsch lautet Doppelpunkt Mesut Özil. Jülich. Ronaldo. Zu weit vorgelegt, Van Beuten holt sich den Ball, aber Real bleibt im Ballbesitz mit Sami Khedira. Ramos, und das ist der junge Spielmacher mit der 16, Sergio Canales, 19 Jahre alt. Für den Mourinho offenbar noch eine Alternative sucht. Und Mourinhos Wünsche gelten normalerweise auf der Etage von Florentino Perez als Befehl. Sein System ist schon zu erkennen. Alle arbeiten defensiv gegen den Ball. Nur Higuain ist von Verteidigungsaufgaben befreit. Wie Milito damals im Finale gegen die Bayern. Der Argentinier, Landsmann von Higuain, der beide Tore im Finale geschossen hat. Daniel, schöner Pass zu Ribéry, der wäre durch gewesen. Und ich weiß nicht, ob Sergio Ramos der fast letzte Mann gewesen ist. Es wäre eine klare Torchance, wenn der Weltmeister Ribéry da nicht fault. Hier ist, kommt der Pass. Der hätte schon beim Elfmeter gelb kriegen können. Also Sergio Ramos geht in diesem, okay, Freundschaftsspiel, hohes Risiko. Das ist das vorletzte Vorbereitungsspiel von Real vor Beginn der Saison. Am Dienstag noch ein Test in Belgien bei Standard Lüttich. Ribéry, Van Beuten oder Pranjic. Franck Ribéry.
Der Nachschuss, diesmal flach und Casillas. Eine interessante Saison steht bevor, was Franck Ribéry angeht. Wie kann er seine ganzen Brennpunkte löschen? Diesen Sittenskandal, in dem er verwickelt ist. Die WM-Schande mit Frankreich im Champions-League-Finale war gesperrt wegen der roten Karte. Also waren bewegte Monate für den 27-Jährigen. Stuber. Cool gemacht gegen Higuain. Der Wechsel rüber zu Nico Jüllich, dem 20-jährigen Neuzugang von Regionalliga-Zwangsabsteiger Waldhof Mannheim. Sergio Ramos. Canales verspringt der Ball, Van Beuten. Thomas Müller. Und der neue Portugiese bei Mourinho, Ricardo Carvalho. Cristiano Ronaldo nimmt wieder Anlauf, egal ob da drei Mann stehen. Will den Freistoß haben, den er zu Recht nicht kriegt. Aber man sieht da schon ein bisschen die disziplinarischen Anforderungen von José Mourinho. Früher wäre er liegen geblieben, hätte sich pflegen lassen, ein bisschen geheult. Jetzt gleich wieder aufgestanden und weitergemacht. Van Bommel spielt den Ball. Übrigens, haben Sie vielleicht gesehen, Cristiano Ronaldo mit der 7, die war abonniert von Raul. Und jetzt ist seine Lieblingsnummer frei. Mag er noch so teuer gewesen sein damals, Cristiano Ronaldo. Real rüttelt nicht an den Traditionen. Foulspiel von Pedro Leon an Contento. Das war gar kein Foul. Da wäre er durch gewesen, Pedro Leon. Sosa. Klose. Ribéry für sein erstes Spiel ziemlich aktiv. Ein, zwei gute Möglichkeiten gehabt, hat den Elfer rausgeholt. Da haben wir Louis van Gaal, den Trainer des Jahres. Aloysius Paulus Maria van Gaal. Der erste Niederländer, der in Deutschland Meister geworden ist. 12 vor ihm hatten das vergeblich versucht. Linus Michels, Ari Hahn, Huub Stevens, nur um einige zu nennen.
Schön gemacht. Diese Galerieeinlage von Ronaldo. Higuain. Higuain van Beuten geht zu zaghaft ran und gut gemacht von Jörg Butt. Zweite Möglichkeit für die Spanier. In der 20. Minute Klose. Und jetzt kommt der Pass rüber zu Müller. Franz Beckenbauer mit Filius. Und rechts vor ihm zu sehen gewesen der langjährige Bayern-Kapitän. Bevor Beckenbauer es wurde, Werner Olk. Contento, Ribery, Breinig, die linke Seite der Bayern wirkungsvoller im Spiel nach vorne. Jüllich, Müller, Ribery, Contento. Ribery, Breinig. Das ist das Bayern-Spiel. Ballbesitz, den Gegner ausspielen, Sosa, Ribery. Contento, aber Real steht defensiv gut organisiert nach dem Trainingslager in Kalifornien. Als Mourinho seine ersten Maßnahmen da durchgeführt hat. Zwei Testspiele wurden da absolviert, beide 3-2 gewonnen. Ribery gegen Sergio Ramos, der jetzt vorsichtiger sein muss. Und Casillas. Kedira. Längere Zeit wieder mal mit einbezogen. Im Zusammenspiel mit Cristiano Ronaldo. Hier wieder Ronaldo. Pedro Leon. Higuain wollte auflegen. Zu Canales, der Brasilianer. Marcelo Vieira. Der Linksverteidiger, Nachfolger von Roberto Carlos. Nicht so offensiv normalerweise wie sein Landsmann und Vorgänger. Durch die Beine. Von Van Beuten. Nein, nein, nein. José Mourinho wird sich nicht selbst einwechseln. Der war schon mit 27 Jahren Trainer. Ganz Bayern unter einem Tiefdruckgebiet, aber das lindert hier nicht die gute Stimmung in der ausverkauften Arena mit 69.000 Zuschauern. Ein würdiger Rahmen für so eine Paarung mit großen Namen und dem Abschied von einem großen Sportler. Van Beuten. Marcelo vor Nico Jüllich. Das wird auch sein Lebtag nicht vergessen. Nicht der Marcelo, sondern Nico Jüllich. Sein erstes Spiel in der ersten Mannschaft. Gleich gegen Real Madrid. Bisher spielte er gegen Babelsberg, Burghausen und Offenbach. In der dritten Liga für die Bayern. Auf drei verschiedenen Positionen übrigens. Stürmer,
offensives Mittelfeld und linker Verteidiger. Jetzt seine vierte als Rechtsverteidiger. Und dann ging Cristiano Ronaldo. Das ist er, Nico Jülich. Heimatverein übrigens, vielleicht macht er auch so eine Karriere. Ist der FC Dossenheim, wenn Ihnen das was sagt. Da kommt Charlie Körbel her. Rekord-Bundesligaspieler mit 602 Einsätzen für Eintracht Frankfurt. Ronaldo. Karl-Heinz Rummenigge, Karl Hopfner und Präsident Uli Hoeneß. Ein bisschen missmutig noch, vielleicht wegen des Wetters. Der Pass von Bart Stuber, aber von Van Bommel vor Khedira abgefangen. Und wieder das Duell. Ribery gegen Sergio Ramos. Garay kommt hinzu. Der argentinische Innenverteidiger. Müller hart attackiert von Xabi Alonso. Dieses Duell konnte es im Halbfinale nicht geben, weil Müller gesperrt war. Casillas war noch dran. Eingeleitet von Müller und mit dem starken linken Fuß. Dieser Schuss von Daniel Pranjec. Klasse Parade von Casillas. Die dritte gute Möglichkeit für den FC Bayern. Die beste war natürlich der vergebene Elfmeter in der achten Minute. Den Casillas pariert hat, den Schuss von Holger Badstuber. Ribery. Klose. Und hinter ihm war Sosa frei, wenn er den Ball durchlässt, konnte er vielleicht nicht sehen. Wäre der Argentinier noch freier zum Kopfball gekommen, wäre, erkennt man es jetzt. Hier. Wobei Sosa benutzt selten den Kopf normal im Spiel, aber da wäre ihm keine andere Chance geblieben. Klose, Handlungsstelle als Carvalho. Van Bommel. Van Beuten. Badstuber. Xabi Alonso. Khedira attackiert Ribery. Jüllich von Bommel. Hey, hey, hey.
Ribéry hat die Seite gewechselt. Die gesamte Bayern-Mannschaft hat nach rechts verschoben, links ist keiner mehr. Van Bommel, Pranjic. Versucht es nochmal aus der Distanz, abgeblockt von Sergio Ramos. Durchgehen, diesen Rempler von Ribéry an Sergio Ramos. Ja, das war ein Foul. Khedira sehen wir da immer wieder im Bemühen, einen Ball abzulaufen. Geht jetzt mit nach vorne, greift Van Beuten an. Noch keine große Spielbeteiligung des ehemaligen Stuttgarters im blütenweißen Trikot. Aber er hält die Ordnung, hält die Räume, die Mourinho ihm vorgegeben hat. Ribéry. Jetzt im Duell mit Khedira. Ribéry bleibt Sieger. Sosa, Müller, Van Bommel und Jüllich. Sosa geht alleine. Zwei hat er schon. Und dann trennt ihn Canales vom Ball. Aber Bayern bleibt dran. Viele Ballverluste aber noch auf beiden Seiten. Die Saison ist noch jung, arg jung. Rafael van der Vaart wieder mal zu Besuch in Deutschland. Nachdem er Hamburg zu seiner Lieblingsstadt erklärt hat. Für ihn auch ein neuer Anlauf unter dem neuen Trainer. In der letzten Saison war er kein Stammspieler. Cristiano Ronaldo gegen Nico Jüllich. Was für ein Duell. Ronaldo springt höher als Pranjic, hält damit Real im Spiel und dann verspringt dem Edeltechniker aus Santander, Pedro León, der Ball. Trost für viele Jugend- und Amateurspieler, dass einem Mann von Real Madrid das ebenso passieren kann. Mit keiner Mannschaft kreuzen die Bayern im Europapokal so oft die Klingen wie mit Real Madrid. 18 Mal. Aber zu einem Endspiel zwischen diesen beiden kam es noch nie. Das ist Maximilian Haas, der
andere aus der zweiten Elf neben Jüllich, der eben aufgebaut ist von Louis van Gaal. Sosa. Eine neue Generation von Spielern, die immer wieder herangeführt wird. Ronaldo gegen Van Buyten. Ronaldo. Gut. Die Gefahr ist noch nicht vorbei. Higuain. Xabi Alonso. Sergio Ramos. Khedira. Ja, der traut sich noch nicht so richtig. Der will sich jetzt mal unauffällig verhalten. Das gilt für Higuain nicht. Das war kein Abseits meines Erachtens. Große Möglichkeit hier für Real in Führung zu gehen. Schön vorbereitet vom brasilianischen Linksverteidiger Marcelo. Ja, wäre korrekt gewesen, der Treffer. Das ist Nico Jüllich, von dem eben dieser Pass kam. Auf sport.zdf.de können Sie übrigens mehr über Madrids Millionenmänner erfahren. Zum Beispiel, das ist Saison in Spanien. Eine Woche später beginnt das in Deutschland. Die Mourinho 11 startet auswärts auf Malle. Dort mit dem neuen Trainer, dem dänischen Star von früher, Michael Laudrup. Und das große Duell, und nur das zählt in Spanien, erst Ende November. Am 13. Spieltag in Barcelona, in Nou Camp. Real ist mit 96 Punkten, Zweiter geworden. Das muss man sich mal vorstellen. 2008 zuletzt spanischer Meister. Hinter Barcelona natürlich, hinter wem sonst? Ribery, der auch einst mit Real kokettiert hat, abgefälschter Ball von Carvalho und Iker Casillas. Das hat er gut gelöst, der Van Buyten. Wenn er einen halben Schritt später kommt, ist Higuain durch. Immer wieder brandgefährlich, die einzige Spitze. Der Argentinier, 22 Jahre alt. Letzte Saison 27 Saisontore. Und auf die wartet Louis van Gaal. Olic hat sich verletzt beim Länderspiel der Kroaten. Fällt auch für das Pokalspiel aus gegen Germania Windeck am Montag, wo schon 34.000 Karten verkauft sind im Kölner Stadion. Ribery. Sosa. Der Trainingsweltmeister aus Argentinien. Er muss direkt spielen oder schießen. Er hat zwar immer wieder betont, er sei nicht als Torjäger geholt worden damals von Estudiantes de la Plata, aber es ist nicht verboten. Eke Pranjic. Casillas ganz, ganz sicher.
Befreiungsschlag von Ronaldo wäre beinahe bei Sosa gelandet. Da war irgendeine Idee dahinter. Ich überlege gerade, welche. Ribéry dachte möglicherweise, dass Sosa noch da in der Nähe sich irgendwo aufhält. Und so kommt dieser Pass ins Nichts. Achtung, vielleicht haben wir es noch gleich. Khedira spielt schnell ab zu Xabi Alonso, seinem Partner im defensiven Mittelfeld. Und Van Beuten hat sich nach und nach besser auf Higuain eingestellt. Heute in einer Woche wird das Stadion wieder voll sein hier in München. Da geht die Liga los mit dem Eröffnungsmatch gegen den VfL Wolfsburg. Und auch da vielleicht ein Star-Ensemble zu Gast, wer weiß, wenn Dieter Hoeneß da noch holt. Diego da ist schwer in der Verlosung. Ribéry, kommt er da hin? No! Überragender Mann dieses Spiels bisher ist Casillas. Was der alles rausholt. Überragend. Wartet lange, kommt im entscheidenden Moment raus. Weltmeisterliche Vorstellung des 29-Jährigen. Klasse Ballannahme. Carvalho sieht da aus wie ein Anfänger. Ganz im Gegensatz zu seinem Torwart. Drei Minuten noch bis zur Pause. Ribéry zur Pranjic. Pedro Leon dazwischen. Khedira oder Van Bommel? Van Bommel gewinnt das Duell. Klose. Klose setzt sich durch und wieder Casillas. Klose lässt Garay einfach stehen. Und Iker Casillas rettet Real Madrid die Torlosigkeit. Das 0:0. Nicht zu vergessen natürlich sein parierter Elfmeter in der Anfangsphase. Das ist der Verteidiger, der da von Klose düpiert worden ist, Ezequiel Garay. Argentinier, U20-Weltmeister 2005. Und der Weg ist frei für die königlich-medizinische Abteilung. Hier setzt sich Klose gegen ihn durch, da war überhaupt kein Foul dabei. Unglückliche Kollision mit Garay, der gemeinsam mit Messi U20-Weltmeister wurde. Olympiasieger 2008 mit Argentinien, der Mann hier mit der 19. Es gibt nochmal Ecke für die Bayern. Eine gute Minute noch in dieser ersten Hälfte beim Abschied des Kaisers. Rangelein im 16er vor Casillas, deshalb unterbricht Wolfgang Stark die Ausführungen des Eckballs, die jetzt erfolgt durch Daniel Pranjic. Von rechts mit links, aber vorher wird gewechselt. In der 45. Raúl Albiol, Nationalspieler Spaniens, ersetzt den verletzten Ezequiel Garay. Ecke, Pranjic kommt.
Thomas Müller jetzt auf der linken Seite zusammen mit Ribery. Richtig gut aufgelegt. Der kleine Franzose, ja, ein unterhaltsames Spiel zwischen den Bayern und den Königlichen zu Ehren des Kaisers. Beiden Mannschaften sieht man klar die Handschrift ihrer jeweiligen Trainer an. Van Gaals vorgegebene Ballkontrolle und der Versuch zur Offensive. Und Reals ganz neu, aber bei ihm natürlich nicht, wenn man ihn kennt, Mourinhos Mut zur Defensive und zum schnellen Umschalten. Ihm verdanken die Spanier, dass es noch 0:0 steht. Große Welt des Fußballs, die große Welt der Mourinhos und der Van Gaals wird kurz unterbrochen durch die große Welt der Nachrichten. Das Heute-Journal aus Mainz, bitte, mit Klaus Kleber. Fußball im ZDF, präsentiert von Bitburger. Das Duell der Giganten beginnt mit einem Foul an einem Franzosen. Ribery wird zu Fall gebracht, aber Bartstuber kann die Elfmeterchance zum 1:0 nicht nutzen. Chancen gab es auf beiden Seiten. Aber der beste Mann auf dem Platz ist heute ein Spanier. Iker Casillas hält das 0:0 fest. Und bei uns ist Arjen Robben, liebe Zuschauer, der Mann, der vor dem Spiel noch zum besten Spieler des Jahres gewählt, gekürt worden ist. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Da waren Sie ganz glücklich, das hat man Ihren Augen angesehen. Sie können heute nicht mitmachen. Sie sind verletzt, werden dem FC Bayern wohl noch so ja, ein paar Wochen fehlen. Auf jeden Fall mal der aktuelle Stand. Wie geht es Ihnen heute? Wie weit sind Sie? Ja, das Wichtigste ist jetzt, Geduld zu haben. Und ja, die Verletzung ist sehr seriös. Und der Doktor hat mir erzählt, dass ich jetzt die Zeit brauche. Und das muss heilen jetzt. Ich habe ein großes Loch in meinem Muskel und das muss heilen und das braucht Zeit. Die Verletzung stammt aus einem Testspiel noch vor der Fußballweltmeisterschaft gegen Ungarn. Dann hat sie, es war von einem Wunderheiler die Rede, jemand fit gemacht für die WM. Und jetzt gibt es Ärger. Es gibt Streit zwischen dem niederländischen Verband und dem FC Bayern, ob denn da wohl auch alles richtig gelaufen ist. Und Sie sind zwischen allen Fronten. Belastet Sie das zusätzlich auch noch? Nein, ich versuche so gut wie möglich da draußen zu bleiben. Ich meine, das ist für mich auch nicht wichtig. Die Fakten sind da. Ich habe die Verletzung und es hilft jetzt nichts. Was passiert ist, ist passiert und ich muss jetzt weiter. Und für mich das Wichtigste ist, um super stark wieder zurückzukommen bei FC Bayern und nichts mehr. Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft ist jetzt einen guten Monat her. Haben Sie denn eigentlich schon alles verarbeitet, was Sie in Südafrika erlebt haben? Ja, ich denke, das ist noch immer schwierig. Ich meine, das war natürlich so die zweite Mal, dass ich und auch Marc, denke ich, ein Finale verloren hat. Und ja, das muss man verarbeiten und das braucht auch ein bisschen Zeit. Aber ja, ich war schon froh, wenn ich hier wieder kam und wieder anfangen könnte. Aber ja, das braucht auch Zeit, ja. Wir wünschen Ihnen gute Besserung. Arjen Robben, jetzt die zweite Halbzeit. Bela Reti. Gut. Fußball im ZDF, präsentiert von Bitburger. Ein neuer Torwart bei den Bayern, der zweite Mann, der neue zweite Mann, Thomas Kraft ersetzt Jörg Butt, 22 Jahre alter Keeper, der seit 6 Jahren bei den Münchnern ist. Bisher nur eine Banklehre absolviert hat als Profi, als Reservist. Und der linke Verteidiger, Diego Contento, ist draußen geblieben für ihn, der Niederländer Edson Braafheid. Das ist Braafheid, hat nur 16 Minuten gespielt bei der WM, die aber im Endspiel gegen Spanien. Im Tor für Jürgen Butsch steht jetzt 35 Thomas Kraft. Und für den Nummer 26 Diego Contento spielt jetzt mit der 4 beim FC Bayern Edson Braafheid.
Rest ist geblieben. Auch der junge Jüllich darf weiter gegen Real Madrid seine erste Mannschaftserfahrungen ausbauen. Ronaldo. Marcelo. Khedira. Cristiano Ronaldo. Von drei Bayern umringt. Van Bommel ist dann Endstation. Pranjic. Sollte es hier übrigens nach 90 Minuten unentschieden stehen, gibt es gleich ein Elfmeterschießen. Würde sich Thomas Kraft, der neue Torhüter der Bayern, sicherlich darüber freuen, dass er richtig was zu tun bekommt. Die Real-Fans sehen mit Ausnahme des Argentiniers Di Maria alle Neuzugänge. Wir achten natürlich besonders auf Sami Khedira, der nicht negativ aufgefallen ist, aber bisher bestrebt ist, in erster Linie keine Fehler zu machen in dieser Phase der Vorbereitung. Da haben wir den Mann, der, wenn er zu Besuch war hier in München, meistens einen roten Brustring hatte und nun blütenweiß daherkommt. Armer Braffheit. Bartstuber, Van Beuten. Müller. Der nur ein bisschen zaghaft zu Werke geht. Und er erst seit anderthalb Wochen im Training. Ribéry. Gestoppt vom neuen Mann, der kurz vor der Pause eingewechselt worden ist durch die Verletzung von Garay, nämlich Albiol. Und da haben wir Van der Vaart, hier links im Bild ist Benzema, der Franzose. Di Maria rechts, der argentinische Nationalspieler. Leute, die wir sicher noch sehen werden im Laufe dieses Spiels. Klose. Braffheit. Ribéry. Marcelo, bedrängt von Van Bommel, Freistoß, Real Madrid. Der war ohnehin schon am Straucheln und dann gibt ihm Van Bommel den Rest. Gute Freunde, kann niemand trennen. De Michelis links im Bild. Schräg rechts unter ihm Florentino Perez. De Michelis, einer der mit der Nationalmannschaft Argentiniens unterwegs war. Sie gewannen 1:0 in Irland durch ein Tor von Higuain. Und Louis van Gaal hat alle, die mit der Nationalmannschaft auf Reisen waren, eine Pause gegönnt. Also auch Toni Kroos, Mario Gomez und Timoschuk. Jüllich vor Ronaldo, Müller, Jüllich. Der Pass landet bei Xabi Alonso, aber Klose dazwischen. In Zusammenarbeit mit Sosa. Carvalho holt sich den Ball von Müller und Marcelo. Geklärt von Khedira, zurückgespielt sicher zu Xabi Alonso, Higuain gestoppt von Bartstuber. Spiel wird unterbrochen, weil ein
Spanier, nämlich Gonzalo Higuaín, genau genommen Argentinier, der für Real Madrid spielt, angeschlagen ist. An einer Stelle, die offenbar schon vorher belastet war, am Schienbein. Nach diesem Duell mit Holger Badstuber. Das ist der Mann, der Raul aus dem Sturm bei Real Madrid verdrängt hat und damit den Wechsel zu Schalke überhaupt erst ermöglicht. Ribéry. Abgefangen der Ball von Ronaldo. Und mein Lieblingsduell, Ronaldo gegen Nico Jüllich. Und der 20-jährige Münchner schlägt sich wacker gegen den ehemaligen Weltfußballer. Sergio Ramos immer wieder zu beobachten, dieser Neuaufbau bei jeder Situation, die keine konkrete Gefahr vorne bringt. Das ist die Mourinho-Lehre. Die beinhaltet aber auch ein etwas präsenteres Zweikampfverhalten, als Ronaldo zum Beispiel jetzt dann dargelegt hat gegen Daniel van Beuten. Sergio Ramos. Canales. Schöner Pass zu Khedira. Zu Khedira auf den rechten Fuß. Und da kommt er aus dem Tritt. In der Offensive hat er auffällige Reaktionen, also auf seiner Stammposition als Sechser. Er interpretiert diese Rolle eh angriffslustiger als viele seiner Pendants. Xabi Alonso spielt den zurückhaltenderen Part im defensiven Mittelfeld im Vergleich zu Khedira. Hier wieder am Ball mit der 14. Albiol. Canales. Klose gegen Carvalho, setzt sich wieder durch. Sosa. Gut gemacht, Ribéry. Ribéry gegen Sergio Ramos. Bringt ihm der Ball ein bisschen zu weit vom Fuß, aber Müller hilft. Hätte van Beuten ein bisschen entgegenkommen müssen, um den Angriff von Pedro Leon zu unterbinden. Cristiano Ronaldo jetzt mal über rechts. Gemeinsam abgewehrt von Badstuber und Bravheit. Sosa sucht nach der passenden Anspielstation. Kranjic. Und wieder Ribéry gegen Ramos. Ein richtig gutes, interessantes Duell. Van Bommel. Jüllich. Thomas Müller. Immer noch Müller. Jüllich. Jüllich. So. Großversammlung um Mourinho herum. Benzema sehen wir hier mit der 9, den 22 Jahre alten
französischen Star, der nicht nominiert wurde für die Weltmeisterschaft. Raphael van der Vaart ist noch dabei. Das ist Di Maria, Neuzugang von Benfica Lissabon. Der vierte Neuzugang von Real, hier sehen wir sie also alle. Und Diarra. Also vier Wechsel möglicherweise jetzt. Nach fast einer Stunde in München. Nein, kein Foul von Van Bommel an Ronaldo, wieder nicht. Thomas Müller, Van Beuten, Bartstuber. Das Spiel legt eine größere Pause ein gerade zwischen Bayern und Real. Jetzt legt sich den Ball zu weit vor. Khedira. Canales. Ja, schöner Schuss. Der Spieler ist, der möglicherweise schon wieder ausgeliehen werden soll an den Verein, von dem er kam. Racing Santander. So. Rausgehen wird auf jeden Fall der Mann, der gerade geschossen hat. Canales, für ihn kommt Van der Vaart. Das ist schon mal der erste Wechsel bei Real. Raphael Van der Vaart. Pedro Leon geht raus. Und wird von Angel Di Maria, dem argentinischen WM-Teilnehmer, ersetzt. Einen schnellen Flügelspieler. 25 Millionen hat er gekostet. Er war der teuerste Neuzugang. Lässt sich viel Zeit. Higuain geht hinaus. Die Sturmspitze und das System bleibt. Benzema kommt und Sergio Ramos verlässt den Platz für ihn. Lassana Diarra, der Franzose, der Mann, der sich bei Arsenal und Chelsea nicht richtig durchsetzen konnte. Einer für die Drecksarbeit im Mittelfeld. So, die Gelegenheit ist gut. Bayern nimmt auch zwei neue rein. Andreas Ottl, drei sogar. Andreas Ottl, Bastian Schweinsteiger und Altintop. Ribéry verlässt den Platz. Alles, auch die Wechsel in einem Freundschaftsspiel. Tempo im Moment. Also Sosa verlässt den Platz. Ribéry und Van Bommel. Bastian Schweinsteiger, der neue Kapitän jetzt. Schweinsteiger jetzt gemeinsam mit Ottl im zentralen defensiven Mittelfeld. Die beiden Sechser der deutschen Nationalmannschaft sind jetzt auf dem Platz, aber in unterschiedlichen Trikots. Sami Khedira und Bastian Schweinsteiger. Also Altintop geht jetzt nach rechts, Pranjic nach links, Müller bleibt zentral. Und sonst ist alles geblieben. Frische Kräfte also für die letzte halbe Stunde. Pranjic, der war schon länger dabei.
Van der Vaart mit seinem ersten Ballkontakt. Und Kraft in Wiese in neuer Manier mit dem Kopf vor Ronaldo. Wieder Kraft. Und er hätte das Tor schon Benzema machen müssen. Der den Ball verpasst, Van der Vaart schießt auch daneben. Das Bayern-Tor war leer. Hier Benzema, der nicht drankommt. Und Ottl irritiert Raphael van der Vaart. Kein Stammspieler bei Real. Immer wieder mal hat er sehnsüchtig an seine tolle Zeit beim HSV zurückgedacht. Eben schon das Thema angesprochen, das Interesse von Real Madrid an Mesut Özil und Nils Graben, mein Kollege aus dem Innenraum, hat mit dem Sportdirektor gerade gesprochen, mit Jorge Valdano, und er bestätigt das, dass Real Madrid ein Angebot an Werder Bremen unterbreitet hat. Bremen hat natürlich zunächst abgelehnt. Jetzt beginnen die Verhandlungen. Interessante Personalie. Sowohl für Real Madrid als auch für Werder Bremen. Özil darf den Spaniern nicht nur lieb sein, er wird auch teuer. Klose. Heute haben wir den 13. August. Am 31. ist Transferschluss in Europa. Da wird noch einiges an Bewegungen noch zu berichten sein. Schweinsteiger. Benzema. War als großer Skandal in Frankreich betrachtet worden, dass er, der Mann hier mit der Neuen, nicht nominiert worden ist von Raymond Domenech. Im Nachhinein kann er vielleicht froh sein, nicht zu dieser Totalversagertruppe gehört zu haben. Schweinsteiger. Ottl. Jüllich. Den Top, Braveheit. Ottl, die vielen neuen Spieler müssen sich erstmal einfinden ins System. Ballzirkulation der Bayern. Eine wenig spektakuläre Passage, die trotzdem hier mit stehendem Applaus in der Arena in München von 69.000 Zuschauern begleitet wird. Der angeschlagene ist gut, der schwer verletzte Kaká. Ähnliches Problem wie bei Arjen Robben.
der verletzt zur WM angereist ist und noch verletzter nach Hause kam. Ebenso Innenverteidiger Pepe. Die Nationalspieler Casillas, Ramos sind erst vor einem Tag zurückgekehrt von einer Länderspielreise in Mexiko. Wir durften aber trotzdem hier auflaufen. Ebenso Xabi Alonso. Und wir halten Sie natürlich aktuell auf dem Laufenden. Soeben kommt die Meldung, Werder Bremen bestätigt das Angebot an Özil. Aber für Klaus Allofs ist das Angebot so inakzeptabel, dass es keine Grundlage für ein Gespräch darstellt. Für mich heißt das nur, die Pokerrunde hat begonnen. Müller. Live-Service vom Transfermarkt aus München. Altintop im Duell mit Diarra. Bartstuber. Ortel, Van Beuten. Wir haben viel Zeit, über diese Dinge jetzt unsere Gedanken zu machen. Denn seit vielen, vielen Minuten wurde kein Strafraum mehr betreten und erreicht. Aber deshalb geht es auch von außerhalb. Bastian Schweinsteiger. Insgesamt zwei Torchancen in dieser zweiten Hälfte. Vor sechs Minuten die große Möglichkeit für Benzema und Van der Vaart. Und jetzt vom Kapitän der Bayern, von Bastian Schweinsteiger. Die zentrale Figur der deutschen Nationalmannschaft. Louis van Gaal hat ihn zum Sechser umgeschult. Dort, wo er am liebsten spielte, war er früher Außenspieler. Und davon hat nun nicht nur der FC Bayern profitiert. Er ist ein bisschen weniger torgefährlich geworden dadurch, aber manchmal blitzt dann diese Stärke dann doch auf. Wieder Schweinsteiger gegen Xabi Alonso. Ortel, Altintop. Braffheit gegen Diarra. Der nicht weniger konsequent auf dieser Position zu Werke geht wie vorher Sergio Ramos. Freistoß für die Münchner. Halt den Top oder Pranjic. Halt den Top. Versuchte den aufgerückten Van Beuten zu bedienen. Ortel. Benzema gegen Ortel. Ronaldo. Mit wenigen Spielzügen vorne aus einer kompakten Einheit heraus. So hat Mourinho mit Porto die Champions League gewonnen. So wurde er zweimal Meister mit Chelsea. Und Champions League-Sieger mit Inter Mailand. Das wissen die Bayern zu genau. Schweinsteiger. Pranjic, Klose, der sich sehr gut und sehr geschickt bewegt, von drei Mann kaum zu stoppen. Ricardo Carvalho in seinem ersten Spiel für den neuen Verein hat Probleme mit der deutschen Sturmspitze. Schweinsteiger viel offensiver
als gewohnt von ihm. Weil Ottl und Pranjic gut absichern. Müller nach Balleroberung von Jülich und Pranjic. Marcelo gegen Pranjic, der sehr aktiv ist. Logischerweise, er ist ja nicht unbedingt gesetzt in der ersten Elf, Daniel Pranjic. Viel Platz für Schweinsteiger gegen Marcelo. Brasilianer wartet lange und wirft sich dann ihm korrekt in den Weg und leitet den Angriff ein, den Jülich unterbindet. Khedira mit Di Maria zusammen. Khedira, Di Maria, die beiden Neuen. Und Cristiano Ronaldo fehlt jetzt die Frische. Ihm hängt die Zunge. Ganz, ganz weit unten. Und das ist ein Kompliment für einen Mann namens Nico Jülich, der ihn gut bearbeitet hat als Außenverteidiger. Da ist er mit der 34 und er darf, denke ich, auch durchspielen, denn der nächste Wechsel folgt. Pranjic ist angeschlagen und es kommt der nächste, der zweite, der dabei ist aus der zweiten Bayern-Mannschaft. Maximilian Haas, ein Mittelfeldspieler. Eigentlich sollte Van Beuten raus. Maximilian Haas, letzte Saison Stammspieler in der dritten Liga. Das ist er. Die Presseinformation des FC Bayern gibt so Porträts heraus, da gibt er zum Beispiel an, dass sein Lieblingsgetränk Maracuja-Saftschorle ist, das jetzt früher bei Basler oder Effenberg nicht gegeben. Eine neue Generation. Bart Stuber. Da haben wir Haas, Müller. Und Haas geht jetzt auf die Jülich-Position als rechter Verteidiger. Wo ist der Jülich hin? Ins Mittelfeld, neben Ottl. Aber der räumt weiterhin auf der rechten Seite auf, wenn Not am Mann ist. Der Jülich hat Van der Vaart und Marcelo beide aus den Schuhen gehoben. Viel selbstbewusster als in der ersten Hälfte. Van Beuten, Sieger im Duell mit Benzema. Thomas Müller, ja, der ist noch nicht frisch. Das wird noch. Khedira. Rüber zu Diarra. Altintop. Und Raul Albiol.
aus dem WM-Kader Spaniens ohne Einsatz. Das ist Maximilian Haas. Schweinsteiger. Schöner Wechsel von Xabi Alonso zu Diarra. Und Di Maria lässt Brafheit stehen, aber dadurch springt ihm der Ball zu weit weg und Bartstuber geht dazwischen. Gibt aber noch Freistoß für die vorangegangene Aktion von Brafheit gegen Angel Di Maria. Diarra. Ricardo Carvalho, in seiner Jugend schon in Portugal Kaiser genannt, wegen seiner Eleganz, seiner souveränen Art zu spielen. Er ist schon 32 und hält Mourinho die Treue. Thomas Müller. Khedira holt sich den Ball von seinem Nationalmannschaftspartner, von Bastian Schweinsteiger. Am 3. September spielen sie wieder gemeinsam in der Quali gegen Daniel van Beuten und Belgien. Einmal Carvalho. Rafael van der Vaart. Schöner Pass zu Benzema. Ronaldo. Haas springt über den Ball. Benzema gegen Haas. Benzema gegen Haas. Flanke kommt und Thomas Kraft mit einer großartigen Parade nach diesem Kopfball von Cristiano Ronaldo. Thomas Kraft war im Supercup schon gegen Schalke. Sehr, sehr gut. Also Bayern ist in der Torhüterposition. Wenn Butt was passiert, gut aufgestellt. Xabi Alonso gegen Schweinsteiger. Dieses Duell gab es ein paar Mal auch im WM-Halbfinale. Boah, aus 5 Metern. Der Kopfball von Cristiano Ronaldo, der schon Torschützenkönig war in Spanien mit Real, in England bei Man U. Gute Torwartleistungen insgesamt. Butt war wenig geprüft, Casillas umso mehr in der ersten Halbzeit. Und jetzt Kraft. Thomas Müller gegen Marcelo. Ja, abseits. Abseits, schade. Stark gemacht. Dieser Ball drüber gelegt auf den linken Fuß. In den Lauf von Klose. Aber da ging die Fahne hoch. Nächster Versuch der Bayern mit Altintop. Aus der Distanz Casillas. Xabi Alonso. Fehlpass. Aber Carvalho vor Müller, aber er bleibt liegen. Der Gegenangriff läuft, Bartstuber. Klärt vor Di Maria. Schweinsteiger. Vielleicht auch dank der Müdigkeit einiger wird das Spiel offener. Obwohl einige neue drin sind. Brafheit. Altintop, Ottl.
Jüllich und Haas. Müller, rechts geht Haas. Müller zieht es nach innen, wo viele, viele Weiße stehen, versucht Klose anzuspielen. Freistoß. Nach vorn von Jüllich an Cristiano Ronaldo. So, ja, da haben wir die Situation richtig. Ja, ja, Klose war im Abseits. Schade. Kurz vorher hatte er die tolle Chance, aus kurzer Entfernung per Kopfball Thomas Kraft zu überwinden. Und so trennen uns nur noch etwa 8 Minuten vom Elfmeterschießen, wenn er so bleibt. Obwohl es ein Freundschaftsspiel ist, merkt man beiden Mannschaften an, da will keiner verlieren. Das ist Prestige pur. Bayern gegen Real Madrid. In der ganzen Geschichte des Europacups hat Real in München noch nie gewonnen. Dafür gab es bemerkenswerte Freundschaftsspiele mit einem 9:0 Erfolg der Bayern. Und eine Revanche, die als Schlacht von Bernabeu in die Geschichte einging. Da wurde nur getreten. Von wegen Freundschaftsspiel heute. Ein anständiges Spiel. Die Camachos dieser Welt haben aufgehört schon. Ottl. Schweinsteiger. Real wird noch einmal wechseln. Der Holländer Drenthe macht sich schon warm. Aber zunächst mal Haas. Schweinsteiger gegen Carvalho und gegen Marcelo. Haas. Gefault von Carvalho. Einzige gelbe Karte bisher des Spiels. Für den Neuzugang aus Chelsea, dem Portugiesen Ricardo Carvalho, für dieses Foul völlig berechtigt. Edson Braveheit wird ausführen. Van der Vaart, Ecke Bayern. Noch einmal der Linksfuß. Ball auf das Tor zu Van Beuten. Und der Wechsel kommt jetzt. Für die letzten gut 5 Minuten. Royston Drenthe, der kleine Niederländer, anstelle von Marcelo. Der Außenverteidiger, Linksverteidiger. Der Neffe von Edgar Davids übrigens. Der vor 3 Jahren für 14 Millionen Euro von Feyenoord kam. Gemessen an diesem Preis schon enttäuschend, dass er durchgehend nur Reservist ist. Oh.
Mehr Fußball auf sport.zdf.de und auf der Videotexttafel 200, liebe Zuschauer. Sie haben jetzt hier auch bei uns die Möglichkeit, den gesamten Kader von Real Madrid fast kennenzulernen, der hier anwesend ist in München. Jetzt kommt der nächste Wechsel gleich. Esteban Granero. Ein Mann, der normalerweise Cristiano Ronaldo ersetzt, wenn der Mann nicht kann, verletzt oder gesperrt ist. Normalerweise. Hier ist Ronaldo, der nochmal ein bisschen Luft bekommt und nochmal durchstartet und einen Freistoß rausholt gegen Daniel van Beuten. Hat viele Pausen eingelegt, ab und zu schaltet er den Turbo ein. Van Beuten erwischt Ball und Mann. Aber es geht nicht Ronaldo, sondern ein anderer Portugiese. Ricardo Carvalho verlässt den Platz für Esteban Granero. Einen Mittelfeldspieler. Eine Ronaldo-Entfernung. Der zelebriert schon diese Situation, wackelt schon mit den Hüften. Ronaldo trifft die Mauer. Ecke Real. Der neue Mann, der gerade reingekommen ist, führt aus. Granero. Kraft draußen. Kontermöglichkeit, Altintop, wer geht mit? Fast niemand muss abdrehen, nur Thomas Müller war rechtsbereit, aber der Weg war zugestellt. Da hätte man sicherlich mehr draus machen können, wenn sich 4, 5 Kollegen mit nach vorne bewegt hätten. So hatte Altintop keine Anspielmöglichkeit. Drenthe, Benzema gegen Van Beuten und Haas. Toni Kroos, wie gesagt, nach 90 Minuten am Mittwoch gegen Dänemark mit einer Pause. Frage ist, wo wird er eingesetzt? Van Gaal sieht ihn zentral. Die Konkurrenz ist groß für Kroos. Diarra. Van der Vaart, Diarra. Letzte Minute läuft in München. 0:0. Zwischen Bayern München und Real Madrid im Abschiedsspiel für Franz Beckenbauer. Es geht um den sogenannten Franz-Beckenbauer-Cup. Ein Riesending. Dagegen ist die Champions League-Trophäe eine Miniatüre. Und Bayern hat diesen nach seinem Star benannten Pokal noch nie gewonnen. Letztes Jahr hier gegen Inter verloren. Vor 2 Jahren. Auch mit Mourinho übrigens als Trainer. Und wir haben Elfmeterschießen. Die Zuschauer kriegen einiges geboten hier fürs Geld. Topstars, Torchancen und jetzt ein Elfmeterschießen zwischen der Mourinho-Elf und der Mannschaft seines früheren Chefs Louis van Gaal. Van Beuten und Van der Vaart kennen sich ja früher noch aus gemeinsamen Hamburger Zeiten. Es wird auf die Südkurve geschossen. Der Jubel im Bayern-Block rechts, denn geschossen wird in Richtung Südkurve. Und der Kapitän, Marc van Bommel, steht bereit bei Jochen Breyer. Jochen, bitte.
Ja, Marc van Bommel, die Generalprobe gegen Real Madrid ist um, 90 Minuten sind vorbei. Wie fällt Ihr Urteil aus? Ist der FC Bayern bereit für die kommende Saison? Ja, das kann man schwierig sagen. Es gibt keine Garantie, dass wir jetzt gut starten, weil ich fand heute fand ich uns gar nicht so schlecht spielen. Natürlich, Real Madrid ist etwas ermüdet, weil einige haben eine lange Reise gehabt, unter anderem nach Mexiko und Länderspiele. Aber wir sind auch noch nicht komplett, also ich fand es nicht schlecht. Sie kennen die Elfmeter-Qualitäten Ihres Teams. Wie fällt Ihre Prognose aus jetzt vor dem Elfmeterschießen? Ja, es wäre schön, wenn wir gewinnen, aber Elfmeterschießen kann jeder gewinnen, glaube ich. Vielen Dank, Marc van Bommel. Bitte, gerne. Sami Khedira wird er schießen. In seinem ersten Spiel für Real Madrid. Die Bayern haben ja Butt rausgenommen zur Pause. Einen sehr sicheren Elfmeterschützen. Auch einen, der gut hält. Der hat in einem Spiel in der Champions League gegen Juventus 2 gehalten. Auch gegen Bordeaux. Vorne werden schon die Podeste aufgebaut für die dann nachfolgende Ehrung. Franz Beckenbauer persönlich wird den Pokal, der nach ihm benannt ist, dem Sieger überreichen. Iker Casillas hat ja schon einen Strafstoß gehalten heute. Schon lange her, kurz nach 9 in der 8. Minute. Von Bart Stuber und Jörg Butt, den ich gerade angesprochen hatte, steht bei Nils Graben. Ja, so ist es, Bela. Jörg, der letzte Test ist so gut wie absolviert, bevor es dann richtig losgeht mit Pokal und Meisterschaft. Freut sich schon drauf oder hätten Sie gerne noch ein bisschen frei gehabt? Ja, erstmal wollen wir jetzt das Elfmeterschießen hier gewinnen. Es gibt einen Pokal und wie gesagt, das wollen wir gewinnen. Aber natürlich freuen wir uns alle, wenn es richtig um Punkte geht. Jetzt erstmal am Montag im Pokal, wo wir eine Runde weiterkommen. Und ja, freuen uns drauf, die Bundesliga am Freitag dann zu eröffnen. Kann man denn seine Ansprüche überhaupt noch steigern beim FC Bayern nach so einer Saison mit Meisterschaft und Pokalsieg und Champions League Finale? Das ist eben die große Herausforderung. Jetzt will ich geht los. Okay. Geht los. Kraft ist jetzt der Butt. Und der Schütze ist Cristiano Ronaldo. 1-0 für Real. Durch den Portugiesen, der bei der WM nur ein Tor geschossen hat. Ein ganz kurioses beim 7-0 gegen Nordkorea. Kraft flog in die richtige Ecke. So, der Bartstuber probiert es nochmal. Wie gesagt, in der 8. hat er schon seine Grenzen aufgezeigt bekommen durch Iker Casillas. Nächster Versuch, kurzer Anlauf. Der sitzt, obwohl Casillas die Ecke geahnt hat. 1-1. Oh, der wäre fast reingekommen. Der war sogar mit den Fingern, glaube ich, noch am Ball. Iker Casillas. Jetzt kommt Rafael van der Vaart. Der war am sichersten verwandelt bisher, fast in der Mitte. Das kennt man ja von Holländern hier in München. Johan Neeskens 74 beim WM-Finale. 2-1 für Real und Altintop. Ein ausgeruhter Mann, hat keine Weltmeisterschaft gespielt, drängt in die erste Elf, will Zeichen setzen. Fast liebevoll legt er sich den Ball da zurecht. Und Casillas pariert. Weiterhin 2-1 Führung für den spanischen Rekordmeister, der jetzt mit Xabi Alonso gar auf 3-1 erhöhen kann. Casillas hält an diesem Abend schon seinen zweiten Strafstoß. Weltmeister Xabi Alonso.
Ein Weltmeister gegen Thomas Kraft. 3-1. Der nächste muss sitzen. Zwei Schützen noch, wenn Andreas Ottl vergibt, wird's eng. Aber er trifft. 3-2. Jetzt kommt der vierte Schütze von Real, der Franzose Benzema. Vor zwei Jahren noch Torschützenkönig in Frankreich, von Olympique Lyon gekommen. Vier zu zwei. Und der nächste Bayern-Spieler, der jetzt kommt, ist Edson Braveheit. Und wenn er vergibt oder Casillas hält, dann hat Real Madrid den Beckenbauer Cup. Casillas guckt ihn gar nicht an. Und er hält Real Madrid mit José Mourinho, der sich mehr so nach innen freut, gewinnt diesen Pokal im Elfmeterschießen. Bayern München schafft es nie, diesen Franz Beckenbauer Cup nach München zu holen. Eine verschmerzbare Niederlage. Und nachher wird der Kaiser persönlich diese Trophäe überreichen. Das war Fußball im ZDF, präsentiert von Bitburger. Ja, Hans-Jörg, mit dem Franz-Beckenbauer-Cup hat es leider nicht geklappt im Elfmeterschießen. Wir sind unterbrochen worden bei der Frage, wie der FC Bayern seine Ansprüche dann noch steigern könne nach so einer Saison mit Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Finale. Das ist eben die große Herausforderung, jetzt auch nach einer sehr guten WM für alle Beteiligten, für die deutsche Mannschaft, natürlich auch für die Holländer, das zu bestätigen und letztendlich unseren Fußball auch weiterzuentwickeln. Wir haben, glaube ich, uns im Laufe der vergangenen Saison auch super entwickelt als Mannschaft, haben zum Schluss, glaube ich, auch europaweit überragenden Fußball gespielt. Und das wollen wir weiter steigern, noch attraktiver zu spielen und eben dann auch noch erfolgreicher zu spielen. Und wie gesagt, das wird die große Herausforderung, aber ich bin davon überzeugt, dass wir das hinkriegen. Das wünsche ich Ihnen. Vielen Dank. Thomas Müller, die nächste Niederlage gegen ein spanisches Team, aber natürlich nicht lange so schmerzhaft wie bei der Weltmeisterschaft. Was nehmen Sie mit aus diesem letzten Test vor dem Saisonstart? Ja, ich denke, bis auf den Ausgang können wir eigentlich ganz zufrieden sein. Ich denke, wir haben ganz ansehnlich gespielt, viele Torchancen. Natürlich haben wir auch ein bisschen was zugelassen, aber ja, wir spielen jede Woche im Moment mit einer anderen Mannschaft. Da ist das auch ganz normal, denke ich, aber im Grunde haben wir uns ganz gut präsentiert. Es gibt natürlich immer noch irgendwo was zu verbessern, aber ich denke, für Montag sind wir gerüstet. Ein Monat ist die Weltmeisterschaft jetzt her. Wie groß ist denn der Spaß am Fußball jetzt schon wieder? Ja, ich denke, wenn man hier ins Stadion kommt, Flutlichtspiel, 70.000 gegen Real Madrid, da kann es eigentlich nur Spaß machen. Und ich bin jetzt auch schon heiß auf die Wettbewerbe, dass endlich um was geht. Am Montag Germania Windeck, nicht Real Madrid. Wie ernst muss man das nehmen? Ja, ich denke, man hat auch letztes Jahr gesehen, da haben wir auch nur 3-0 gewonnen. Ich glaube, zur Halbzeit war es auch noch 0-0. Also man muss immer ernsthaft an solche Sachen rangehen, sonst kann man böse auf die Nase fliegen. Und wir werden uns gut vorbereiten und dann hoffentlich auch das Ding konsequent durchziehen. Vielen Dank, alles Gute. So, da ist die Siegermannschaft, Real Madrid, die gleich den Franz-Beckenbauer-Cup bekommt.
2007 als Barcelona erhalten diese Trophäe und der überragende Mann, der königlichen Casillas, der 3 Elfmeter gehalten hat und den Pokal fast fallen lässt, erhält diese Trophäe. Also Barcelona, Inter Mailand und Real Madrid heißen die Gewinner dieses überdimensionalen Cups, überreicht von dem Mann, der 575 Spiele, Pflichtspiele für die Bayern absolviert hat, Franz Beckenbauer, 74 Tore. Meisterschaft, Pokal, Europacup, Regionalliga, Aufstiegsspiele, der Kaiser eben. Riecht schon so ein bisschen nach Champions League. Die FC Bayern schaut sich das alles aus der gebührenden Distanz an und da will man auch gerne irgendwann mal auch wieder hin. Zu so einer Siegerehrung mit einem noch wichtigeren Pokal. 2001, der letzte Triumph, da mischt sich einer hier ein und möchte aufs Foto. José Mourinho hat seinen ersten Titel mit Real Madrid, der Titelsammler aus Stubal, aus der Stadt südlich von Lissabon. Das Ding ist so schwer, dass Casillas ihn sofort weitergibt. Real Madrid hat am Dienstag das nächste Spiel gegen Standard Lüttich in Belgien. Ein Tag vorher treffen die Münchner dann mit ihrer verfügbaren A11 ohne die tapferen Amateure Haas und Jüllich auf dem Fünftligisten Germania Windeck in Köln-Müngersdorf. Schon 34.000 Karten verkauft. Heute in 8 Tagen in dieser Arena geht die Liga los. FC Bayern gegen VfL Wolfsburg. Dann mit Bastian Schweinsteiger in der Startelf. Mit Philipp Lahm. Vorne wissen wir nicht. Ich denke mal, er setzt auf Klose. Louis van Gaal, Altin Top, hat sich große Hoffnungen gemacht, als ausgeruhter Mann in die Stammelf zu rutschen im dritten Jahr bei den Bayern. Mit Thomas Kraft hat sich ein Torwart schon gezeigt, dass er einiges drauf hat. Butt hat zwar bis 2011 verlängert, aber die Chance kommt schnell, wie man bei Butt selbst gesehen hat. Real Madrid wird heute schon Deutschland wieder verlassen. Wir sind heute Mittag um 12:30 gelandet und fliegen heute Abend sofort zurück nach Spanien. Khedira in seine neue Heimat hat ein passables, unauffälliges Spiel abgeliefert. Alles Weitere können wir dann erst natürlich während der richtigen Saison beurteilen. Und wir haben jetzt Katrin Müller-Hohenstein mit beiden Trainern, mit beiden Star-Trainern, Louis van Gaal und José Mourinho. Genau, und Louis van Gaal, José Mourinho, erstmal herzlich willkommen hier bei uns am Spielfeld dran. Louis van Gaal ist vor dem Spiel geehrt worden als bester Trainer. Wir wollen gratulieren zunächst einmal noch und haben das Gefühl, dass Sie mittlerweile auch so richtig angekommen sind in Deutschland. Täuscht dieses Gefühl? Ja, es ist natürlich wunderbar, aber das ist auch wegen unserer Spieler, dass ich Trainer des Jahres geworden bin. Aber es ist natürlich auch eine Anerkennung und ich bin sehr froh darüber. José Mourinho, Sie müssen mit Ihrer Mannschaft gleich zum Münchner Flughafen. Der Flieger muss vor 24 Uhr abheben. Deswegen lassen Sie uns ganz kurz über dieses Spiel heute sprechen. Was war das für Sie? War das ein Freundschaftsspiel oder tatsächlich ein ernstzunehmender Test? Das Ergebnis ist hier nicht das Allerwichtigste. Natürlich ganz wichtig ist, dass wir einfach trainieren, dass wir in der Saisonvorbereitung wirklich starke Gegner finden, wie beispielsweise Bayern München. Das war für uns also sehr gut, heute hier dieses Vorbereitungsspiel zu absolvieren.
Sie haben vor zwei Monaten erst, vor knapp zwei Monaten Ihren Dienst bei Real Madrid angetreten. Sind Sie heute schon richtig angekommen in Spanien? Ich glaube, wir haben ein paar Tonprobleme noch. Hören Sie es jetzt? Okay. Wir haben sofort angefangen zu arbeiten. Es ist halt sehr laut hier, das Stadion. Das hat mich sehr beschallt. Also wir haben noch nicht alles geschafft in diesen ersten paar Monaten, die ich da bin. Aber ich hoffe, dass wir halt wirklich diese Schwierigkeiten des Anfangs überwinden. Jeder Anfang ist schwierig, das weiß man. Und wir fangen jetzt eine Woche später an, jetzt die Deutschen hier mit der Liga. Deswegen hoffe ich, dass wir diese zwei Wochen noch nutzen können, um uns dann wirklich sehr gut einzustellen. Sami Khedira ist auch angekommen in Madrid und es könnte gut sein, dass ihm ein weiterer Bundesligaspieler folgen wird, Mesut Özil. Die Verhandlungen mit Werder Bremen sind aufgenommen, aber die Bremer haben das erste Angebot dankbar abgelehnt. Wie wichtig ist Ihnen dieser Spieler? Werden Sie da auf jeden Fall noch nachlegen? Tut mir leid, ich verstehe es nicht, weil es so laut ist hier im Stadion. If I talk to you in English, can you understand me? Özil, Mesut Özil. Ein sehr guter Spieler. Ich würde mich freuen, wenn er zu uns kommt. Sein Trainer hat Nein gesagt, aber gut, wollen wir mal schauen, wie es dann weitergeht. Und der würde uns natürlich wirklich helfen. Wenn Özil dann nicht zu uns kommt, dann werden wir das auch anders fangen. Aber wenn er kommt, wäre es natürlich klasse. Waren Sie zufrieden mit Sami Khedira heute Abend? Sami Khedira hätte nicht 90 Minuten spielen sollen heute. Der hat noch einen gewissen Trainingsrückstand, ist auch, glaube ich, noch etwas erschöpft von der WM, ist jetzt seit 4 Tagen bei uns. Und das war natürlich ein bisschen hart heute. Ich hätte ihn lieber vielleicht schonen sollen, aber er hat gezeigt, was er kann. Er hat seinen Charakter gezeigt, seine Mentalität gezeigt und ein wichtiger Spieler für uns. Dankeschön, José Mourinho. Wir verabschieden Sie an dieser Stelle. Sie müssen zum Flugzeug. Eine herzliche Umarmung zwischen Lehrmeister und Schüler. So war das alles mal. Louis van Gaal, dann lassen Sie uns mal das Spiel aus der Sicht des FC Bayern ein bisschen analysieren. Inwieweit hat man heute Abend schon gesehen, wie stark der FC Bayern ist vor dieser neuen Saison? Denn Philipp Lahm hat ja zum Beispiel gar nicht gespielt heute. Nein, Philipp war verletzt und deswegen, ich nehme kein Risiko. Ich habe auch nicht die Spieler spielen lassen, die in den Nationalmannschaften gespielt haben. So, ich bin sehr zufrieden, was wir geleistet haben heute Abend. Ich denke, dass wir die dominante Mannschaft waren. Und wir haben auch die Chancen kreiert, denke ich. Aber wir haben nicht die Tore geschossen. Und das entscheidet immer das Spiel. Und das war ein Fehler, denke ich. Und mit 11 Meter schießen, dann wissen Sie, das ist immer das ist auch eine Glückssache. Ja. Arjen Robben wird Ihnen auf jeden Fall in den nächsten Wochen fehlen. Werden Sie seinen Ausfall kompensieren können? Sind Sie da zuversichtlich? Ja, ich denke, dass unsere Mannschaft breit genug ist. Wir können das lösen, aber wir können nicht das Niveau von Robben lösen. Das ist was anderes. Aber ich denke, dass wir mit Müller an der rechten Seite. Ich habe auch Olic an die rechte Seite probiert und ich glaube, dass die beiden in dieser Position gut spielen können. Sie haben vermutlich nach der WM jetzt auch ein bisschen Aufbauarbeit leisten müssen in Ihrer Mannschaft, ja. Gerade was die niederländischen Spieler betrifft. In welcher Verfassung haben Sie Ihre Spieler wiederbekommen? Sind die alle schon wieder beisammen? Ja, ich bin sehr zufrieden. Sie arbeiten sehr, sehr gut und mit sehr viel Konzentration. Und ich glaube auch, wenn wir das heute gesehen haben an Van Bommel oder Schweinsteiger oder Van Buiten oder ja, auch diese Badstube, war auch in der Weltmeisterschaft. Ja, sie haben das gut durchstanden, denke ich. Und ich glaube, dass wir auch wegen des hohen Einsteigniveaus besser anfangen können als letztes Jahr.
Dankeschön, Louis van Gaal. Okay. Alles Gute auch für Montag, erster Auftritt im DFB-Pokal. Herzlichen Dank. So, liebe Zuschauer, Bayern Real heute, das war auch das Abschiedsspiel für Franz Beckenbauer, ganz offiziell. Ein Mann, dem der FC Bayern sehr viel zu verdanken hat, aber nicht nur der FC Bayern. Ich glaube, wir sprechen hier über den erfolgreichsten Spieler, den Deutschland jemals hatte, einen echten Typen, Nils Kaben. Daneben gelegen hat Franz Beckenbauer wirklich selten und wenn doch, dann sah es immerhin spektakulär aus. Seit Mitte der 60er, inzwischen also gut 45 Jahre, begleitet er uns. Oder besser, wir ihn. Franz Beckenbauer, einer der bekanntesten Deutschen auf diesem Planeten. Lichtgestalt haben sie ihn getauft und damit bis heute ziemlich richtig gelegen. Was er anfasste, wurde irgendwie zu Gold. Weltmeister ist er geworden als Trainer 1990 in Rom, als Spieler war er es längst. 1974 der erste große Triumph in seinem Wohnzimmer, dem Münchner Olympiastadion. Beckenbauer, die legendäre Nummer 5 des FC Bayern. In weit mehr als 400 Bundesligaspielen hat er sie getragen und unzählige Male Gerd Müller bedient. Beckenbauer, geboren 4 Monate nach Kriegsende im Jahr 45. 44 Bundesligatore hat er selbst geschossen, damals, als die Linien noch ordentlich staubten. Der Franz sagte Ende der 70er zum ersten Mal Servus. The Kaiser begeisterte fortan die Fußballfans in New York City. Beckenbauer, der Mann, der die Leichtigkeit, die Nonchalance erfunden haben könnte. Einer, dem einfach alles gelingt. Na, sagen wir mal, fast alles. Ja, also Real mag die Königlichen haben, die Bayern haben den Kaiser und das wird auch so bleiben. Liebe Zuschauer, an diesem Wochenende wird die erste Runde im DFB-Pokal gespielt. Es gibt Ergebnisse des heutigen Abends, die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Der SV Wilhelmshaven gegen Eintracht Frankfurt unterliegt mit 0:4. VfL Osnabrück gegen den 1. FC Kaiserslautern 2:3 nach Verlängerung. FC Ingolstadt gegen den KSC 2:0. Der VfB Lübeck gegen den MSV Duisburg 0:2. Jahn Regensburg gegen Arminia Bielefeld 5:6 nach Elfmeterschießen. Und der FSV Frankfurt gegen den SC Paderborn 2:0. Es geht weiter mit Sport im ZDF, dann morgen in Sport Extra, liebe Zuschauer. 16.10 Uhr geht's los. Wir übertragen Schwimmen, die EM in Budapest und Triathlon, die WM-Serie in Kitzbühel. Und nicht verpassen auch das aktuelle Sportstudio morgen Abend um 22.45 Uhr mit Michael Steinbrecher. Jetzt gleich hier im Anschluss ein ZDF-Spezial, die große Flut Pakistan unter Wasser. Es würde uns sehr freuen, wenn diese Sendung auch noch Ihr Interesse finden würde. Wir danken uns für Ihr Zuschauen heute Abend. Einen schönen Abend und ein tolles Wochenende hier aus München.